Ich glaube, Geologen brauchen wir dann auch erstmal nicht. Wir brauchen eigentlich nur Ingenieure oder halt welche ohne. Dann nehmen wir halt direkt mal, völlig egal, was die drauf haben. Heulsuse. Na, egal. Nehmen wir die Ingenieure. Zwei. Livia Jonsson. Keine Vielfräse, bitte. Laura Amoury nehmen wir mit. Jerome Schwarz. Überlebenskünstler, Alkoholiker. Religiös höhere individuelle Grundmoral, niedrige Besonnenheit, führt nie zu Selbstmord. Stella Fleischmann. Bonifaz Müller. Hauptsache ist ein Deutscher. Bonifatius eigentlich dann. Spieler, Hippie, Heulsuse, Nerd. Nehmen wir noch Mauritius Hartmann mit. Hat man schon mal einen Hartmann? Ah ne, es war Fleischmann. Ach Mann. Lüde Lind, Enthusiast, Lüde Lind. Moa Persson. Nee, Axel, also jetzt hier mal, okay, einer aus Bulgarien, aber es sind ja alles Deutsche oder Schweden hier, außer natürlich Galizia, auch wieder aus Bulgarien, und hier haben wir noch Guillaume aus Frankreich. Sollen wir den einen mal freilassen? Dann haben wir einen, ja komm, wir lassen einen mal frei, einen Platz. Starten wir mal mit der, dann können wir dann hier landen lassen, diese Rakete. Na, dann bin ich mal gespannt. Dann baut mal. Was sagt denn die Schlupf der Strom? Our last living founder, spelling the end of an era for us all. Oh. Ephraim Studebaker hatte einen Traum. Eine vereinte Menschheit, die gemeinsam die Sterne erobert. Und Ephraim Studebaker hat nicht zugelassen, dass diesem Traum irgendetwas in die Quere kommt. Keine schwierigen Umstände, kein Verlust, nicht einmal die eigene Sicherheit. Kann man von irgendwem noch mehr verlangen? Wir kannten viele Frauen und Männer mit Charakter, Stärke und Tugend. Vermutlich hätte jeder von ihnen an die Stelle von Ephraim Studebaker treten können. Aber wir wissen, warum gerade Ephraim Studebaker diesen Weg eingeschlagen hat. Wenn ein so großes und starkes Herz in jemandes Brust schlägt, gibt es keine andere Möglichkeit, als zu folgen. Der Tod von Ephraim Studebaker hat ein Gefühl der Leere hinterlassen. Lasst nicht zu, dass diese Leere euch, denn auch euer Herz erfasst, meine Freunde. Trauert nicht um diese Ikone des Guten, die wir verloren haben, sondern erhebt euch, um selbst zu einer Ikone zu werden. Seht diesen Tod nicht als Schlag gegen den Wunsch der Menschheit nach Wachstum, sondern lernt daraus und überschreitet neue Grenzen. Ja, der letzte lebende Gründer ist im 82. Sol verstorben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ja, ist natürlich hart. Aber gut. Was will man machen? Passiert. Leute kommen und gehen. Boah, Gott, war das laut. Erfolg freigeschaltet. Okay. Have an Earth colonist who decided to irgendwas. Ist der, wollte der bleiben? Sieht so aus, als wollte der bleiben. Oder als möchte der sogar bleiben.
du arbeitslos Geologe dahin. So, und du kannst dann stattdessen, ich habe keine Ahnung, dir da deinen Job suchen. Okay, oder auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt plötzlich... Ja, es waren vorher auch viele Leute, die da gearbeitet haben. Hier ist immer noch ein Platz frei. Das freut mich. Das ist schön. Wir sollten hier statt Sojabohnen Deckungspflanzen nehmen. Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, aber einfach wegen der Verbesserung der Bodenqualität. Oder wir machen so, wir machen Sojabohnen und Deckungspflanzen. Wir wechseln da jetzt mal ab. Das war nicht... Ja, hier müssen wir es auch machen. Einfach zwischendurch, um den Boden wieder zu verbessern. Das wird sonst nichts. So. Wie sieht es hier aus? Ach, hierfür brauchen wir ja auch überall Beton. Pass mal auf, hol einfach mal noch was ab, lieber Rover. Sektor scanned. So, bitteschön. Official radio with another letter from one of our listeners. Hey there, Panam. What's up? You are so cool, almost as cool as the music you play. Durchgang. So, jetzt brauchen wir aber noch zu dem Durchgang auch so eine Rampe. Muss auf einem Durchgang sein. We could talk and talk and talk for hours and hours and hours. What do you say? You know how to reach me. It is soon. Muss über einem Durchgang errichtet werden, ja. Hier oder wo? Hey. Außengebäude, ja, eben. Ah, der ist noch gar nicht fertig, ganz. Ah ja, Drohne schwer beladen. Auch sowas gibt es jetzt mehr neue Warnmeldungen. Auch die wurden mit dem letzten Patch hinzugefügt. So, fertig? Fertig. Ah, jetzt kommen wir da auch drüber. Na, schau mal an. Wollen wir das doch mal bauen? Ein Kabelfehler. Toll. Freut mich immer wieder. So, das sieht auch nicht so schlecht aus. Beton ist noch zu... 63 Beton, weißt du, ich bin mit E-Mail 45 an. Wo kommt denn der Rest her? Mysteriös. Nicht wahr, der hier? So, pass mal auf. Du bist ein Kind. Du wohnst hier unten in der Kindereinrichtung. Liebig. Ja, die müssen wir noch umbenennen. Die müsstet mir noch umbenennen. Es konnte schon wieder? Okay, es ist dringend notwendig, dass wir die Bodenqualität hier erhöhen. Die Leute werden uns irgendwann verhungern, nur weil wir nichts ernten können. Okay. Jetzt können wir die halt auch hier drauf landen lassen. Das ist gut. Zwei Kuppeln sind in G-Reichweite. Es reicht ja die eine. Hier kann man ja arbeiten. So, wo hat er jetzt seinen Platz? Wo kommt er jetzt her? So, wenn wir den erstmal ausstellen hier, damit da nicht jemand zufällig reingerät. Übrigens, ihr. Also ist ja noch egal, da ihr alle noch hier vorne erstmal. New colonists have arrived. Ja. Der ist voll. Voll. Gut. Sind hier nur Ingenieure? Ja, wir haben noch 5 Arbeitslose. Guten Tag, liebe Leute. Würdet ihr hier oben arbeiten oder nicht? Nein, anscheinend nicht. Ja, die müssen wir dann gleich wieder zurückholen. Stopp. Ja, siedelt nämlich über. Siedelt über. Halt mal, würdet ihr mal hier bleiben?
Ernsthaft jetzt? Wenn du meinst, du musst dann da drüben auch wohnen, okay. So, guten Tag, könntest du wieder zurück? Und du bist dann bei Gelegenheit ebenfalls, weil, ne? So war das nämlich nicht gedacht hier. Ihr kommt nicht an, um dann da unten zu wohnen. Denn diese Kuppel, weißt du was, nimmt keine Kolonisten auf. So, Durchgänge für Arbeit und Service nutzen, jawohl. So, die müsste eigentlich da wohnen können und von mir aus, komm, ist mir egal, arbeitet halt nicht da. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das hier zu weit weg und nur das Gebäude funktioniert dafür. Ich weiß es einfach nicht. Es hieß, es würde gehen, es funktioniert anscheinend auch bei einigen Leuten, bei anderen aber nicht. Mysteriös. So, ciao, Rakete. Denn wir brauchen ein paar Edelmetalle jetzt auch für unsere Elektronik-Sachen hier. So, sieht auch schon mal gut aus. Oh, Entschuldigung. Upsala, das war nicht so gut. So. Ich hätte tatsächlich noch jetzt nicht nur hier, dass man sagen kann, ja, hier stellen nur die richtigen Leute dafür ein. Ist zwar ganz nett, okay, aber ich würde ganz gerne sagen, so, die Belegschaft bleibt, bis jemand geht. Das wäre noch echt nicht verkehrt. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich einfach sagen kann, so, das ist die Belegschaft hierfür. Und das praktisch feststellen, irgendwie. Sagen können, jopp, das bleibt. Wir haben kaum noch elektronische Geräte. Sonst hätte ich hier oben die Automatisierung auch noch eingebaut. Research complete. Gut, marsianische Anpassungsfähigkeit. Top. Top, top, top. Was haben wir jetzt hier oben? Genanpassung. Schaltet in Farmen und Hydrokulturfarmen neue Nutzpflanzen frei. Aha. Das ist doch gut. Das möchte ich haben. Vor allem hier ermöglicht es Fahrzeugen und Drohnen Durchgänge zu nutzen. Nicht eher zu überqueren, weil zum Nutzen brauche ich keine Rampe, oder? Oder ist sie irgendwie angeschlossen? Nein. Oh, das sieht ja auch geil aus. Können wir gleich mal gucken, ob hier irgendwann mal jemand durchfährt. Wie das aussieht dann. Stopp! Und jetzt komme ich wieder nicht weg vom Fleck. So, bitte kommen Sie. Ah, ja, ja, okay, die laufen sogar. Ich dachte, die würden sich nur transportieren lassen. Aber natürlich sind die so viel, viel schneller. Ne, wenn man über ein Laufband läuft, immer schön am Flughafen oder auf so Messegeländen, finde ich das immer klasse, über diese Bänder hier zu laufen. So. Man ist einfach wahnsinnig schnell. Das ist immer sehr, sehr schön. Gut, ich sehe, wir haben auch null Forscher mehr hier, die noch in Frage kämen. Die sind alle komplett und so, ne? Ja. Okay, komm, wisst ihr was? Machen wir hier. So, es kann jetzt eigentlich nicht jemand nicht arbeitslos sein. Oder sind nicht alle übergesiedelt? Ganz im Ernst, wir haben auch hier keinen Geologen mehr. Wir haben hier keinen Ingenieur mehr. Haben wir die echt gar nicht mehr? Ja gut, klar, wenn der letzte Gründer verstorben ist, ja, kommt hin. Uiuiuiuiui. Na dann.
deshalb hier wahrscheinlich auch die Maßnahmen. Wir brauchen 12 Botaniker, 13 Ingenieure, 6 Geologen. Okay, das ist hart. Das ist hart. So, jetzt haben wir hier eine schöne neue Kuppel. Pass mal auf, hier können wir eigentlich direkt mal irgendeinen See oder sowas reinpflastern. Wenn man hier so ankommt, dass man erstmal in einer schönen Sache ankommt. Gable Fault, natürlich. Eine Schule wäre natürlich auch noch nicht so verkehrt. Aber das bringt dann auch nur was in Zusammenhang mit der Kindertagesstätte. Und dem Spielplatz eventuell, ne? So diese Dreier-Kombi. Eine Sicherheitsstation, muss ich sagen, habe ich noch nie in meinem Leben gebaut. Ich weiß nicht wieso, irgendwie habe ich mal das Gefühl, man braucht die irgendwie gar nicht so, wobei wahrscheinlich schon. Aber gut, vielleicht bauen wir die auch noch irgendwann. Aber gut, wir haben also einen Tunnel, eine mittlere Kuppel, wo wir jetzt genügend Platz haben. Wo wir also auch theoretisch die Wohnquartiere hin verlegen können, dass wir eine Wohnkuppel, eine Arbeitskuppel haben. Halbwegs zumindest, weil ganz funktioniert es nicht. Ich möchte ungern da die Pilzfarm komplett abreißen und so, aber zumindest ansatzweise, dass man sagt, man wohnt hier und arbeitet komplett nur hier. Müssen wir halt die Maschinenteilefabrik nochmal neu bauen und... Ja gut. Der Rest könnte ja stehen bleiben, theoretisch. Können wir uns ja bis zum nächsten Mal mal überlegen. Steht ja ernsthaft, geschätzte Produktion pro Sol 0,7. Ja, toll. Oh, wir brauchen aber auch ordentlich was an Maschinenteilen, ne? Ja, aber da haben wir eigentlich eine ganz ordentliche Produktion. Komm, wir stoppen die. Können die alle dann darüber? Schon haben wir 1,7. Ist immer noch nicht viel. Aber es würde reichen, um die Wartung auszugleichen. Na, immerhin. Immerhin. Okay. So, nächstes Geld kriegen wir bald auch wieder. Können wir noch mal ein bisschen was in Auslagerung der Forschung investieren. Klar, wir kriegen ja auch hier kaum noch Forschungspunkte raus. Wir haben keinen Entdecker mehr und hier, die machen nichts, weil die können es einfach nicht. Wir brauchen also Wissenschaftler auf jeden Fall. Spezialisierung Wissenschaftler. Oh, tatsächlich 12? Oh! Okay, dann holen wir uns ein paar Wissenschaftler. Zwei. Drei. Vier. Honda, nein. Partylöwe und Melancholiker, ja, Überlebenskünstler und Enthusiast. Melancholiker und Partylöwe, Spieler Hypochonder, gelassen Alkoholiker und ein Spieler. Okay, das ist jetzt so halbwegs. Melancholiker und Partylöwe. So. Ach komm, den wollte ich noch ein paar mehr mit. Glücksspiel haben wir leider nicht. Trinken kann er da unten. Er oder sie. Er. Mediziner haben wir ja auch. Also, Start. Jetzt ernsthaft? Trotzdem starten. Weil wir die hier unten ja ausgeschaltet haben, dass die, ne, und so.
Müssen wir dann natürlich vorher wieder einschalten, dass sie nicht mehr unter Quarantäne steht. Ich hoffe, dass dieses ihnen nicht erlaubt, Kuppeln zu betreten oder verlassen, dass das nicht für die Arbeiter gilt. Gut, kriegen wir also einen neuen Wissenschaftler für hier unten. Wir werden das Ganze mit der Nahrung machen, ich weiß es doch auch nicht. Ich hoffe, dass wir hier... Ah ja, ein bisschen Geld. Ich hoffe, dass wir das hier mit der Bodenqualität nochmal hinkriegen, dass wir dann nicht mehr so viele Fehlernten haben. Resources are low. Ach was. Ich weiß. Die schaffen ja nichts am Tag, die Leute. Die können es ja nicht. Wir haben also schon zwei Absolventen. Ist jetzt die Frage, wer wurde denn... Oder wer hat denn absolviert und in was denn? Das kann ich ja leider nicht sehen. Ich kann nur hier sagen... Oder? Genau, automatisch bitte auswählen. Hab mir auch leider nicht gemerkt, wer da auf der Mars-Uni war. Und das wechselt ja eh auch immer mal zwischendurch. Im Moment sind es Matthias Brinker und Red Cosmos. Red Cosmos. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Name? Richtige Antwort, gar keiner. So. Die Scirocco kommt wieder an. New colonists have arrived. Alter, zieht hier schon wieder jemand um? Du bist ein Wissenschaftler, wieso so siedelst du um? Und es fehlt mir noch einer. Mir fehlen schon zwei. Dann breche ich diesen Vorgang wenigstens ab, weil es jetzt arbeitet sie hier offiziell und wird trotzdem nochmal geflogen. So, kannst du jetzt bitte wieder zurückkommen. Dankeschön. Damit du halt hier unten auch arbeiten kannst. Mann. Ernsthaft. So, du hast keine Spezi, du kannst danach dahin. Boah, jetzt eine Spezi, ne? Ach, Leute. Ja, weil du hier unten hingehörst, Mann. Frau. Oh. Ernsthaft. Shuttle schwer beladen. Wahrscheinlich hier mit der Wissenschaftlerin.
Ernsthaft? Da arbeitet der Wissenschaftler da draußen? So, du gehörst hier rein. Nur Spezialisten, bitte. Danke. Geht doch. So einfach ist das. Na, schau mal einer an. We have a food shortage. Ich wüsste nicht, ach, war obdachlos. Ja, muss sie ja nicht sein, oder? Nö, die sind doch Plätze frei. Also seid einfach mal nicht obdachlos. Jetzt ernsthaft. Wo ist das Problem? Wir haben freie Wohnungen. Also bitte nutze sie auch. Keine Ahnung, warum da jemand obdachlos sein sollte. Und ja, du kannst denn ja dann trotzdem arbeiten, Mann. Ja. Heißt sie echt Beta Planet? Ja, kein Wunder. Von der würde ich auch schon nichts erwarten vom Namen her. Ups. Hören die alle auf oder wo sind die alle hin? Wir haben hier nur noch 3 Arbeiter, hier nur noch 4. Hier fehlt uns einer. Gut, klar, ein paar sind jetzt hier oben, aber doch nicht alle. Oder? Gott, machen wir es halt so. Wo sollst du wohl arbeiten? Genau, wieder da. Resources are low. Elektronische Geräte. Ja, hier ist aber mittlerweile 0. Okay, neue Rakete. Frachtrakete. Jetzt sind wir nochmal so 20 elektronische Geräte. Und 50 Nahrung. Komm, hau weg. Das wird sonst nichts mehr hier. So, die wird noch betankt. Fertig, auf Wiedersehen. Cable fault reported. Na toll. Gut. Machen wir da nur Fachkräfte? Machen wir hier nur Fachkräfte? Gut, hier natürlich nicht. I went back to the university and studied astrophysics. Physics is the science of matter, its motion and its behavior in space and time. Astrophysics is the science of things like dark matter. A form of matter that neither emits nor reflects electromagnetic radiation. Gut. Jo, wunderbar. 55 Minuten schon. Oh. Jo, dann verabschiede ich mich erstmal wieder für diese 2 Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir bauen doch noch ein paar neue Sachen, merke ich schon. Ich würde trotzdem bei Sol 100, glaube ich, erstmal dann Schluss machen. Da haben wir so ein kleines Ziel. Okay, das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Over and out.